Geht ja schon los. Na, geh bitte rüber. Premiere im Leipziger Zoo. Die Lippenbärmutter und ihre beiden Jungen sollen heute zum ersten Mal raus an die frische Luft. Doch die Mutter nimmt ihren Beschützerinstinkt ganz besonders ernst. Bei der gerade muss man sowieso sehr vorsichtig sein, weil das das erste Mal ist, dass sie aufzieht. Außerdem ist sie ein sehr nervöses Tier und da müssen wir eben ganz vorsichtig rangehen. Ludmilla, die Lippenbärmutter, hatte am Heiligabend zwei Junge zur Welt gebracht. Na, geh mal ein bisschen draußen spielen mit deinen Kindern. Passiert doch nichts Schlimmes. Bis heute durften sich Mutter und Kinder in einem der hinteren Gemächer verkriechen. Aber so langsam ist die Schonzeit vorbei, hat Tierpfleger Christian Patzer beschlossen. Ludmilla allerdings hätte gern weiter ihre Ruhe. Nur ganz allmählich gewöhnt sich die Bärenmutter an das neue Terrain. Allerdings noch abgeschirmt von den Besuchern in einem Rückzugsgehege. Ja, nun fangt euch noch an zu streiten, wer auf der Mutti sitzen darf. Das fehlte noch. Bei den Lippenbären bleibt dieser vorsichtige Ausflug heute nicht die einzige Premiere. Alles klar. Okay, läuft alles. Wunderbar. So, dann beginnen wir jetzt offiziell mit der Abnahme. Okay, Hirschhals. Fangen wir mit dem Hirschhals an. Ne? Endspurt in der Tiger-Tiger. Das neue Luxusgehege soll bald offiziell eröffnet werden. Noch 72 Stunden. Die Handwerker arbeiten unter Hochdruck, um die Frist einzuhalten. Bei der Bauabnahme liegen die Nerven blank. Da sind wir nach Plan Scheiße gebaut. Ja, da kann ich ja auch nicht. Nee, ich sag doch nicht, was dafür geben. Wir sagen bloß, es muss rum. Da oben die Drähte. Der Zoodirektor höchstpersönlich kontrolliert, dass die Tiger-Tiger auch wie eine echte sibirische Tiger aussieht. Und in die gehören nun mal keine Elektrozäune. Irgendeine Möglichkeit. Farbe haben wir gerade gehört, geht nicht, aber irgendwas anderes. Was würden Sie machen, wenn der Draht optisch verschwinden müsste? Wenn der dunkel werden soll? Und trotzdem leiten. Also Leitfähigkeit nicht einbüßen? Ich habe Bedenken, ich sage mal normalerweise ein bisschen ansäuern irgendwie. Aber hätte ich Bedenken, dass dann die Zinkschicht runtergeht. Und er verrostet dann innerhalb kurzer Zeit. Und da ist er schnell durch. Ja. Also das Glänzende geht ja, ich sage mal. In ein, zwei Monaten ist es von alleine wahrscheinlich weg. Ja, das ist so. Ich meine, Zink, wenn es neu ist, glänzt. Das ist ja eine Zinklegierung. Was ist, wenn man ungeduldig ist und nicht zwei Monate warten will? Das ist das Problem. Tierpflegerin Anita Färber ist seit zwei Wochen auch für die Tiger zuständig. Der Rummel um die neue Tiger-Tiger lässt sie aber kalt. Ihre alten Lieblinge will sie nicht vernachlässigen. Sieben Seebären wollen untersucht, gefüttert und geknutscht werden. Du hast jetzt keine Lust mehr. Hm? Ich mag keine Lust mehr. Außer knutschen. Also für mich ist erstmal wichtig, dass ich Ruhe und Zeit habe, dass ich wirklich einbringen kann. Ja, und dann ist natürlich immer günstig, wenn ich so viele Leute hier sind, dass sie wirklich nicht gestört werden von irgendwelchen vorbeifahrenden Autos oder von Kindern, die vielleicht mal schreien oder so. Das ist immer ganz günstig, wenn man Langdienst hat. Und dann wirklich, das sind auch die Tiere für ihre Leckster, wenn man dann die trainieren kann. Bibi, komm her. Komm her, du musst ja auch noch was essen. Du musst ja groß und stark werden. Komm her, Cosma. Na. Cosma ist manchmal ein bisschen, Wassi ist manchmal ein bisschen stinkig, kann manchmal nicht so nett sein. Ja,
Bei den Robben sieht man die Trächtigkeit äußerlich ziemlich schlecht. Die haben dann ein bisschen Bauchumfang, aber es kann auch daher kommen, dass sie eben fettreichen Fisch bekommen haben. Also wir vermuten, dass noch zwei mindestens tragend sind. Mal sehen. Bima, komm mal hier. Premiere Nummer 2 bei den Lippenbären. Hast du Angst? Klaus tut dir doch nicht. Der ist doch lieb. Er will nur mit dir ein bisschen rumklapsen. Und vielleicht diese Kinder machen. Vor 3 Wochen waren die Bärinnen Bima und Marlene aus Frankfurt nach Leipzig gekommen, um hier für Nachwuchs zu sorgen. Eine süße Stärkung für das erste Rendezvous mit Klaus, dem Leipziger Bären. Obacht, Achtung, große Gefahr. Die zeigt ihm deutlich, dass sie ihn nicht leiden kann, dass sie nicht mit ihm zu tun haben will. Und er will aber trotzdem. Und beim Lippenbären ist erstmal die Devise, Mund aufreißen, Krach machen, da bin ich der Stärkere. Aber Klaus gibt nicht auf. Vorerst ohne Erfolg. Zicken, sind das kleine zickige Weibchen? Mach doch mal auf. Ich? Ja, ich weiß doch nicht, welcher. Doch. Das steht doch 12 dran. Also für die Dummen. Für die Dummen. Also darf ich jetzt den Schieber aufmachen. Okay. Generalprobe bei den Tigern. Zum ersten Mal öffnen sich die Tore zum neuen Freigehege. Und nun? Warten wir. Warten wir. Und wie lange? Kann man bis übermorgen noch warten. Wie bitte? Kann man bis übermorgen noch warten. Zur Eröffnung übermorgen sollen sich die Amur-Tiger dem Publikum präsentieren. Doch noch machen sie keine Anstalten, ihre Käfige hinter den Kulissen zu verlassen. Wir haben gerade mal aufgezogen und gehen jetzt rum, weil von hinten tut sich nichts. Es fühlt sich also offensichtlich durch die Stimmen, die hier waren, noch beunruhigt. Wir gehen dann jetzt mal vor auf den Steg und schauen mal, was sich tut. Denkst du, dass es rausgeht? Nee. Conny kommt niemals raus. Selbst der Zoodirektor ist machtlos. Jetzt kann man nur Geduld mitbringen. Auch nebenan im Löwengehege wird's heute spannend. Das Löwenpaar soll getauft werden. Jörg Gräser hat sich dazu etwas Spezielles ausgedacht. Heute ist ja nun mal ein besonderer Tag. Die Tiere kriegen heute offiziell ihren Namen mit einer Taufe verbunden. Und da kriegen sie natürlich auch was Besonderes zum Spielen. Ne? Das ist ja auch das, was die Leute mal sehen wollen, dass die Löwen nicht nur rumliegen und schlafen oder ruhen, ne? Sondern die wollen die ja auch mal ein bisschen in Action sehen und dass die eben sich auch mit irgendwas beschäftigen. Also jetzt hier in den Sack, das ist Holzwolle drin. Ne? Erstmal, Holzwolle fliegt nicht so, wenn ich jetzt Stroh oder Heu oder sowas reinmache, was die natürlich genauso rauszetteln dann. Ne? Das fliegt aber mehr durch den Wind jetzt auch. Ne? Und da ist natürlich dann auch das Wasser ziemlich dann auch betroffen davon. Und das will ich natürlich nicht. Huhn statt Weihwasser. So werden Raubkatzen getauft. Letzte Vorbereitungen und ein Gewissenskonflikt für Jörg. Meerschweinchen sind auch für die Löwen. Ich überlege mir gerade, heute sind nur gerade die Paten da und die Paten sollen selber auch füttern oder das mal versuchen rüber zu schmeißen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt so weit kommen, weil die müssen ja über den großen Wassergraben schmeißen. Das ist immer so eine Sache. Also überlege ich eben auch noch, ob ich jetzt die mit rausnehme. Letztendlich, das Meerschwein ist ja ein beliebtes Haustier auch.
Ja, ein bisschen aufregend ist es schon immer mal. In der Tiger Tiger steigt die Spannung. Die neuen Bewohner lassen sich ziemlich lange bitten. Da sorgt sich. Jahrelang ein Zimmerwohnung gehabt. Was willst du jetzt in das Penthouse? Ja, da geht mal gucken. Die beiden Löwen dagegen können gar nicht schnell genug zu ihrer Freilufttaufe kommen. Kann ich mal hier mit dran? Ja, also der Junge hat jetzt also einen Doppelnamen, Matadi Arthur. Und das Mädchen Kimberly. Ich werde das mal übernehmen mit diesen Leckerlis rüberschmeißen, denn es ist ja doch ziemlich weit. Also doch kein Meerschweinchen zur Taufe. Und Festakt hin oder her, Matadi Arthur und Kimberly interessieren sich ohnehin fast nur für ihr neues Spielzeug. Da ist ja nur auch Gitter, da kann ich also, die kommen also richtig nah ran. Premiere Nummer 3 bei den Lippenbären. Christian hat seine beiden Neuankömmlinge aus Frankfurt zum ersten Mal auf das Freigehege geschickt. Alles hier ist neu für Bima und Malini. Es war für die völlig ungewohnt, nur durch eine Glasscheibe getrennt plötzlich einen Besucher zu sehen, ohne dass ein Wassergraben war oder irgendwo ein starkes Gitter, irgendwelche Leute zu sehen. Und das mussten sie erst merken, dass sie eben dagegen rennen können, aber dass da nicht passiert. Und ja, sie waren eher erschrocken oder erstaunt, als dass sie panisch oder sonst was reagiert haben. Und was mir sehr gut gefällt, sie nehmen nicht irgendwie großartig auseinander. Sie testen nicht die Anlage aus, wo kann ich raus, was kann ich auseinanderpopeln oder sowas, sondern sie beschäftigen sich mehr mit sich selber oder mit den Besuchern. Und was das Schönste an der gesamten Geschichte ist, dass sie auf Schieber ziehen reinkommen. Tiger gucken. Und los. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Durch. Ja. Jawohl! Es ist vollbracht, meine Damen und Herren. Der Weg ist offen und angeführt durch unseren Oberbürgermeister werden wir jetzt sehen, ob die Tiger auch die Anlage in Besitz genommen haben. Wir hoffen es. Eine herrliche Kulisse, hm? Fantastisch. Fantastisch. Wird immer besser. Von Mal zu Mal wird besser. Nur die Hauptdarsteller wissen diese herrliche Kulisse noch nicht zu schätzen. Oder doch? Oh, da ist er. Da ist er. Wir sehen die Pfoten. Tiger! Mal sehen, ob der auch. Also man könnte jetzt zwar sagen, gut, man füttert sie nicht und füttert sie dann draußen, dass sie Hunger haben, aber dann gehen sie nicht wieder rein. Also das ist, macht man eigentlich nicht. Man soll den Tieren Zeit lassen, das selber zu erkunden. Die werden sicherlich erst rausgucken, erst kommt eine Nase, dann kommt irgendwann mal eine Tatze und dann kommt wahrscheinlich die zweite. Und also ich denke, dass es so sein wird, das werden die erst machen, wenn die Ruhe eingezogen ist. Also wenn der ganze Menschentrubel hier vorbei ist, dann werden die in aller Ruhe rausspaziert kommen, vorher nicht. Wann die Tiger endlich ihr neues Zuhause erkunden, erfahren sie nächste Woche. Dann außerdem, Elefanten Kurani wird mit der Thermokamera durchleuchtet, um Entzündungen an Hufen und Ohren aufzuspüren. Unter www.mdr.de finden Sie weitere Infos zur Sendung, Ihre Tierfotos und Ihre tierischen Geschichten.